Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich. Na? Und für alle, die später schauen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja? So, wir sind wieder in unserem Dörfchen. Ich bin natürlich nicht zurückgelaufen, da war ja Jahreszeitenwechsel, also von daher bin ich ja wieder in mein Dorf teleportiert worden durch magische Hände einer gewissen Dorfbewohnerin wahrscheinlich. So, da bin ich heute aufgewacht und dachte mir, ma, ist das eine schöne Lichtstimmung hier. Ah, ist so durchs Fenster. Warte mal, Moment, Fenster? Nein, wir müssen wieder reparieren gehen. Ne, bleibt anscheinend nicht aus. Das machen wir dann auch, aber... Guten Morgen, Lupi. Na, hat die schön geschlafen? Ja, wurde Papa gestern weg, ne? Papa hat große Abenteuer erlebt. Ja, reden wir nicht mehr über diese Abenteuer. Da können wir jetzt endlich das Steinfeuer machen. Ich freue mich schon. Aber zuallererst muss ich gucken, ob meine Mädels das geschafft haben mit den Feldern. Schaut gut aus. Da haben wir ja keine mehr. Hier schaut es auch sehr gut aus. Okay. Die waren aber, glaube ich, nicht angelegt. Muss ich mal gucken. Hier schaut es gut aus. Wir haben Hafer, wir haben Flachs. Und wir haben nochmal Hafer. Das ist schön. Dann könnt ihr jetzt schön hier ernten. Ne? Dann wird es denen nicht langweilig. Und dann können wir eigentlich nochmal eine Runde Kohl machen. Für Dünger. Das ist eine gute Idee. Das hier müsste Feld 2 sein. Schauen wir mal. Malagament. So. Feld 2. Oder Feld 1? Ne, das war Feld 1. Oder? Dann mal gucken. Warum haben sie das dann nicht da größer gemacht? Jetzt muss ich mit meinem Kopf direkt an den Monitor gehen. Ich glaube, das hier. Oder? Oder das hier. Ich Warte mal, das ist ja das 4x5, das kann es ja gar nicht sein. Das ist das vorne an der Hütte. Dann ist es doch das. Oder? Das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Das ist so. Das ist so. Ist ja eigentlich auch egal, weil wir können hier eigentlich Kohl anpflanzen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Kohlsamen nehmen wir mal mit. 90. Na komm. 90. Machen wir so. So. Tasche habe ich dabei, okay. Ich bin gespannt. 10%, ja, die arbeiten wir erstmal auf. So, dann machen wir hier mal Kohl. Ich mal hier hinten in die Ecke rein. Und mach mal hier. So, Kohl. Bin gespannt, ob es klappt. Ah, Moment. Guck hin. Feld 3. Feld 3 war es, oder? Ja. Wir machen nochmal eine Sicherheitskorrektur. Ne? Zack. Landwirtschaft für Anfänger. Ah, schön. Ja, Feld 3.
Held 3. Okay. Wisst ihr was? Nehmen wir mal einen Stift und einen Zettel. Und dann könnte man das doch eigentlich, na, so für die Zukunft mal. War denn mal? Ich hole mal mein schlaues Gamerbuch. Ja, ich habe ein Gamerbuch. So. Also, wir haben hier das große Feld, dann haben wir nochmal ein großes Feld, dann haben wir da hinten zwei große Felder, so. Und dann haben wir am Haus ein kleines. So. Das hier ist also Feld 3. Jawohl. Läuft. So, das mit dem großen Tack, Management Felder, da wo nur Kohl drauf ist, ist Feld 1. Okay, 10 mal 9, Feld 1, dann müsste das kleine Feld 2, genau, Feld 2, und dann haben wir ja noch die anderen beiden, das gemixte ist das Feld 5, Feld 5, ja, Feld 5 und das andere ist dann das Feld 4, so. Ha. Ja, ich habe ja gesagt, wir machen jetzt hier die große Landwirtschaftsplanung. Läuft. So. Gut, dann würde ich sagen, helfe ich den trotzdem mal schnell. So. Ist ja eigentlich auch ein guter Einstieg in die sonntägliche Runde. Ich habe meinen Kaffee gemacht. Jetzt das erste Spiel, was ich jetzt aufnehme heute. So. Kaputt. Ja. Das läuft. Hey. Laufen. Ja. Wenn ich jetzt in die Mitte gehe, müsste ich doch eigentlich. Na? Genau. Dann folge ich der Furche mal. Apropos, ich habe, spaßeshalber, ich habe ja den Landwirtschaftssimulator 2019 schon sowas von lange auf der Platte liegen, ne? So, hab's aber mal ganz kurz mal angetestet und hab mir gedacht, ja, okay, ne? Und was soll ich sagen, ich hab's doch tatsächlich gestern mal ausprobiert, ne? Einfach mal spaßeshalber. Weil ich mir gedacht habe, weiß nicht, mit dem Traktor rumfahren, Feld bewirtschaften, so ein Blödsinn. Ne? Und ich war immer so derjenige, der auch immer gesagt hat, von wegen Bussimulatoren oder LKW-Simulatoren. Ich hab mich doch nicht an den Rechner und, ne? Ende vom Lied, was soll ich sagen? Ich war, glaube ich, 4 Stunden damit beschäftigt, ein Feld zu bestellen mit dem Traktor, mit der Sämaschine. Mit Mähdrescher. Ja. Nein, es wird davon, glaube ich, kein Let's Play geben. Obwohl, wer weiß. Aber ich fand es schon faszinierend. Ne? Und ausschlaggebend war eigentlich... Mal, glaube ich, hier soffen in der Gegend rum oder was? Eigentlich ausschlaggebend war wirklich Medieval Dynasty. Ne? Weil ich mir gedacht habe, mein Gott, es ist so entspannend hier mit seinem... Feldern und dann ja zu düngen, umzugraben, die Aussaat rauszubringen, das hat was echt Entspannendes, was Ruhiges. Gott, ich werde alt. Ich werde alt. Ich, derjenige, der immer irgendwie die Schuh dadurch gezuchtet hat, etc. Co. Ja, setze mich jetzt auf den Traktor, bestell mein Feld. Naja, im Alter wird man halt ruhiger, ne? Gelassener. Entspannter. Man nimmt nicht mehr so viel ernst. Das ist, ich meine, so diese Zeit mit den Feldern bestellen kann man echt gut zum Reden nutzen. Ne? Ich meine, ich sehe das ja auch bei meinem Let's Play mit Ostriff. Ne? Ostriff ist, glaube ich, das erste wirkliche Wirtschaftssimulationsspiel, was ich spiele. Ich habe vorher das auch das Ding, na, sag mal, City Skyline. ja, das war ganz nett, aber das war nie mein Ding. Ne?
Man, ihr wisst ja, ich bin aus der kreativen Ecke. Wir haben es nicht so mit Wirtschaft und Statistik und überhaupt, ne? Aber ich muss sagen, macht Spaß. Ne? So. Und dann macht man natürlich Fehler. Ist klar, wenn man sich sowas nie vorher wirklich großartig beschäftigt hat. Klar, in meinem Job habe ich auch ein gewisses Projektmanagement. Das, finde ich, ist aber wiederum wieder was anderes, Dinge zu koordinieren, ne? Als irgendwie die Wirtschaftlichkeit im Hinterkopf die ganze Zeit gegeneinander aufzuwiegen und Marktwerte und. Ne? Da macht man natürlich Fehler. Ne? Und ich finde aber, wir spielten mittlerweile auch, so habe ich den Eindruck, egal welche Spiele das sind, zu verbissen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel dann irgendwelche Let's Plays anschaue von irgendwelchen Shooter-Events, wo die, ich sag jetzt mal Youngsters, dann komplett am Ausflippen sind, weil sie jetzt da irgendwie eine Runde verloren haben, etc. Das liegt mir fern. Ich habe einen Fehler gemacht, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ich habe ja gespielt. Ich spiele. Das ist ja nicht das richtige Leben. Ach komm, jetzt echt? Das müssen die dann fertig machen. Das ist ja nicht das richtige Leben. Das richtige Leben ist anstrengend genug. Warum drücke ich mir dann noch so einen Stress rein bei irgendwelchen Spielen? Und ich denke mal, das ist auch mit der Grund für das Erfolgsgeheimnis von Medieval Dynasty. Ja? Warum habe ich keinen Hammer? Warum habe ich keinen Hammer? Muss ich holen. Ja, weil es zieht einen ein bisschen so aus der jetzigen Zeit raus. Es ist zwar manchmal ein bisschen nervig, ne? Aber trotzdem ist es entschleunigt. Ja, du machst hier ein bisschen deine Häuser, du machst dies, du machst das, du rödelst hier ein bisschen rum, dann baust du mal wieder ein bisschen was. Ne? Es ist jetzt nicht so die große Hektik. Also warum setze ich mich an den Computer, spiele ein Spiel und knall mir quasi... Kurze Schweigeminute. Reden und spielen. Das funktioniert nicht. So, jetzt bin ich total duddelig. Yes! Natürlich ist er nicht da. So, jetzt nochmal tief durchatmen. Trink nochmal einen Schluck Kaffee. So, wir werden nicht nervös. Wir wollen nicht 30.000 Sachen auf einmal machen. Wir machen eine Sache. Immer schön. Reparieren. So, also, warum setze ich mich dann an den Rechner, sage ich spiele und mache mir den Stress meines Lebens? Gerade im Shooter-Bereich, wo es dann aller Wahrscheinlichkeit wirklich auf Bruchteil von einer Millisekunde ankommt, dass du deinen Gegner vor dem erwischt, dass dein Gegner dich erwischt. Ne? So. Kann man machen. Ne? Ist ja auch eine Art Spielen. Ja, es ist ja auch Spielen. Aber warum nimmt man das so bierernst? Das habe ich nie verstanden. Klar kann man sich kurz ein bisschen ärgern und sagen, boah, war jetzt doof, ne? Aber hey, der andere war besser. Ne? Manchmal machen wir uns, glaube ich, das Leben schwerer, als es eigentlich im Prinzip ist. Ne? Ach ja, das berühmte Wort zum Sonntag. Ach, geht da hinten nochmal? Nee. Dann passt's. Müssen wir hier noch. Da. Ja. Ja, wir werden sowieso jetzt mal anfangen, langsam die Hausdächer mal auf Holz umzustellen. Aus.
Ihr rödelt, das ist auch gut. Dann schauen wir mal schnell die Hütten durch. Apropos Hütte, wir können ja die Fischerhütte jetzt machen, ne? Oh. Wir haben bloß noch keinen Fischer. Ah. So. Du schaust hier gut aus. Kein Tier? Nein. So. Okay. Ich denke mal, die Holzfällerhütten, die schauen, dürften jetzt eigentlich auch noch passen, bevor ich dahinter latsche. Schauen wir doch mal. Gewinnung 99,60. Aber das dauert noch. Das dauert noch. So. Jui. Naja, wie dem auch sei. Deswegen ist es bei mir bei Ostriff auch, ich probiere rum. Ne? Ich probiere aus. Und wenn das nicht klappt, dann ja, muss ich es halt ändern. Ne? Aber ich sehe da jetzt keinen Weltuntergang. Ne? Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Mir macht es weitaus mehr Freude, irgendwas selber rauszufinden, als dass ich mich vorher irgendwo im Internet spoiler oder aber irgendwelche Anleitungen oder sonst irgendwas. Da tüftel ich lieber 2 Stunden rum. Das macht mir, das ist meine Art zu spielen. Ja. 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 So viel dazu. Gut. Oh, lecker. Lecker. Ist das nicht lecker? Mit den Äpfeln sammeln. Aber ich finde es, nö. Es soll ruhig so bleiben. Das schaut gut aus. Bleibt ihr eh nicht lang. So. Wie schaut es jetzt aus? Ich bräuchte mal. Helfe ich den Mädels? Hm. Oder aber. Ich schaue jetzt mal nach unseren Ressourcen. Ob da jetzt alles passt, von wegen. Äxte und Messer. Wupp. So. Schauen wir mal. Steinaxt. 5 Stück. Das passt. Aber er kriegt irgendwie die Messer nicht auf die Reihe. Warum auch immer. Er bekommt die Messer nicht auf die Reihe. Ah. Schauen wir mal. Handwerk. Ups. Miete. Der Willkommier. Steinmesser. 25%. Stock und Stein. Müsste aber eigentlich genug haben. Ich bin etwas über. Oder warte mal, Stein. Wie schaut es mit Stein aus? Kann das sein, dass es in den Steinen liegt? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dann greifen wir ihm jetzt nochmal unter die Arme. Machen 10 Steine. So. Dann müsste ich doch eigentlich jetzt herstellen. Müsste ich doch eigentlich jetzt herstellen können. Genau. 8 Stück sollte jetzt mal reichen. So, genau, das machen wir. Ich bin nämlich gerade überlegen, ob ich nicht doch jetzt mal nochmal schnell rüber ins Nachbardorf zum lieben Unigost schaue. Und schaue, ob da nicht jetzt irgendwie einer sitzt, den wir für die Schmiede gebrauchen könnten oder aber für die Fischerhütte. Ja. Das wäre jetzt mal so eine Überlegung. Die andere Überlegung ist, ob ich nicht zuerst die Taverne baue. Ja, damit es überhaupt Sinn macht, dass wir zum Beispiel Fische haben. Und alles andere Zeug. Wie rote Beete und Kohl und weiß der Geier was. Hm. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Gucken wir mal. So. Wir haben wieder was Neues erreicht. Das ist schön. Wo sind die Steinmesserchen? Gleich am Anfang. So. Oder mal die 1 behalte ich. Und dann sagen wir akzeptieren. Wir haben genug Steinmesser drin.
Damit müssten jetzt alle wieder glücklich sein. Na, das ist okay. Das ist okay. Da, 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 da. Okay. Dann machen wir heute das Steinfeuer. Ich weiß noch nicht. Ich bin so hin und her gerissen. Was ich auch mal schauen wollte, war... Fähigkeiten? Was können wir denn leveln? So. Nähen. Handwerk habe ich voll. Baumeister habe ich voll. Nähexperte. Handwerksexperte. 10% schnelleres Handwerken in der Werkstatt und in der Schmiede. Das klingt doch vernünftig. Das klingt vernünftig. Dann machen wir mal... Was ist da irgendwas? Kochexperte. Baubesessenheit. Schnelleres Bauen. Auch nicht schlecht, ne? Habe ich ja schon einen Punkt. Macht der Baumeister? Ausdauerverbrauch beim Bauen. Ja, das ist jetzt nicht so das große Problem, aber wir machen mal hier. So, und dann wollt ihr nämlich gucken, wo die Steinmauern sind. Ob ich die schon kann. Kann. Da ist sie nicht. Da ist sie auch nicht. Werkstatt, da fehlen uns noch gewaltig viele Punkte. Schmiede, okay. Näherei 2, Taverne. Okay, ich denke mal, das ist eher hier, ne? Holzschuppen, Grabungsschuppen, einfache Holzschemel, 1000. Hölzerne Bank kostet immer noch 1500. Aber die kann ich eh noch nicht ganz. Da fehlt es uns ein bisschen an Pünktchen. Oder? Und die Bank ist schon cool, ne? Ne. War klar. So. Mine. Da ist sie. Steinzaun. Okay. Ich habe verstanden. Wir müssen noch ein bisschen mehr bauen. Aber 5000. Eureka. Holy moly. Alles klar. Okay. Okay. Dann werden wir uns erst mit einem Holzzaun hier behelfen. Weil mein Gedanke war nämlich heute Morgen, wie ich aufgestanden bin, beim Kaffeekoch war nämlich hier eine Steinmauer zu ziehen mit einem Eingang. Ja. Und das hier quasi auch die vorderen Bereiche mit Steinmauer. Ne? Dass wir quasi so eine Steinmauerabgrenzung haben. Da muss ich mal gucken, wie das ausschaut am Stück. Ne? Vielleicht kombinieren wir das mit Stein und Zaun. Und hast du nicht gesehen? Ja? Das wäre eine Möglichkeit. Und dann habe ich so einen Wunsch. Ne? Das wäre doch schick, wenn man hier so einen hölzernen Torbogen hätte. Ja? So. Als Eingang zum Dorf. Das wäre schick. Das würde mir gefallen. Und was mir auch gefallen würde, wäre... Zaun mit Tor. Ne? Es muss ja noch nicht mal funktional sein. Es muss halt nur ausschauen wie, wie ein Türchen. Ne? Was vielleicht offen steht. Das ist ja kein Ding. Ne? Aber ja... Das wär's. Ach ja. Jetzt so viel. Ich könnte so viel auf den Wunschzettel schreiben. Ne? Ach ja. So. Also, was machen wir jetzt? Der Tag neigt sich schon langsam wieder dem Ende zu, ne? Also komm, machen wir mal hier Steinfeuer. Da muss ich mal gucken. Wie machen wir das? Wo waren das? Wo war das? Holz? Stein. Da. Nicht genügend Ressourcen. Ja, ist schon klar. Wir brauchen 12 Steine und 6 Bretter. Müsste man hinkriegen. Zuallererst würde ich aber das hier wieder entfernen, weil das... Ja. Nee. Schaut nicht gut aus. Schaut nicht gut aus. Stock. So. Mir gefällt immer noch nicht,
dass der Boden hier nicht wirklich gerade ist. Da bin ich noch ein bisschen am Grübeln, ob ich das hier nicht alles mal wegmale. Hier ist dann so ein riesen Huppel, das ist auch nicht schön. Aber hier wäre es gerade, oder? Hier ist auch diese leichte Schräge drin. Hier wäre es gerade. Aber hier sind wir schon wieder viel zu weit weg. Auch ein bisschen hobelig, ne? Bin echt am Grübeln. Bin da echt am Grübeln. Wie wir das wohl machen können. Leicht nach vorn gekippt alles. Das ist hier noch einigermaßen angenehm. Lass mich nochmal da hinten schauen. Zu viel. Oder wir leben damit. Können wir natürlich auch machen, ne? Ich würde sagen, wir leben damit erstmal. Ich brauche Bretter. 6 Stück. 6 Bretter. Hoffentlich haben die ein Holz drin. Ich habe es nämlich vergessen. Oder ich schau mal und hack uns schnell ein Bäumchen ab. Lalalala. Nehmen wir doch gleich das hier. So. Wächst er wieder nach. So. Komm mal los. Hallo? Hat er gerade ein Geräusch gemacht? Spinne ich jetzt? Naja, aber der Aufprall fehlt, ne? Ich bin gerade etwas perplex. Entschuldige, dass ich dir deinen Baum weggenommen habe. War ja auch nichts dafür. Ich bin gerade etwas perplex. Soll ich nochmal einen machen? Komm, wir machen mal so einen freistehenden. Kann es vielleicht daran liegen, dass ich jetzt schon lange keinen Baum mehr gefällt habe? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin mal wieder verwirrt. Vorher auch schon so. Ging es mir jetzt nur um den Aufprall? Kennt ihr das? Ihr habt die ganze Zeit irgendwas in den Ohren, also ihr hört die ganze Zeit immer irgendwas etc. Und wenn sich dann was verändert, wisst ihr nicht mehr genau, ob das vorher genauso war oder ob das dann doch irgendwie anders war? Wisst ihr, was ich meine? Willkommen in meiner Welt. So, machen wir gleich mal 7 durch. Dann haben wir ein paar Bretterchen. Es könnte natürlich jetzt auch daran liegen, dass er in die anderen Bäume fällt. Da bin ich mir nicht sicher, ob das vorher auch Geräusche gemacht hat. Ich muss mir mal alte Let's Plays von mir anschauen. So, und dann brauchen wir 12 Steinkens. Wie viel haben wir denn? 1. Ja. Wo mag ich das? Ah, nein. Falsch. Ganz falsch. Hab ich meinen Bogen nicht? Doch. Solange die so weit weg sind, habe ich keine Probleme damit. Wenn die näher kommen, schon. Oh. Nehme ich den hier und will die ganze Arbeit ab, ne? Der hat noch gezockt.
mag das nie, wenn die dann nur so rumzucken. Mag kein Mensch, oder? Komm. Wo ist die Düppel? Ja. Ja. Sonst alles ruhig, ne? Ja. Gut. Stein? Nee. Kein Stein. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch die zwei mit, oder? Gibt ja genug Steine hier. Ich muss sie noch finden. Jetzt wird schon wieder dunkel, was natürlich passend für die Steinfeuer ist. Deswegen renne ich jetzt mal schnell ins Ressourcenlager und hole mal schnell die restlichen Steine da raus. Ne? Blödsinn da. Ob jetzt. Lauf! Lass ihn wieder lauf! So, einmal rum ums Eck. Drin da. Dann haben wir ja 10 Steinchen mit. Steine 10. Jo. Akzeptiert. Ja, ich wiege zu viel, ich weiß. Das liegt nicht am Essen. Nein. Ich hab schwere Knochen. So, da wärmer. Die Spannung wächst. Die Spannung wächst. Was ist jetzt los? Ach so, na, ich habe Bretter gemacht. Na, warum sagt mir denn keiner was? Wisst ihr, warum ich jetzt Bretter gemacht habe? Kann ich euch genau erzählen, weil ich mir die ganze Zeit so im Hinterkopf gedacht habe, naja gut, dann müssen wir halt die Dächer dann doch mal auf Holz machen. Dann brauche ich aber ganz schön viele Bretter. Gut, dass wir genug Holz im Lager haben, ne, dass ich Bretter machen kann. Zack, mache ich Bretter. Ne? Ich sag ja, also... Ihr könnt wirklich, ich denke auch, die liebe Heike fragen, ne, die im Wald lebt, spielen und reden ist nochmal ein ganz anderes Level als nur spielen oder nur reden. So, jetzt wollte ich ja schon wieder, hier Brennholz, da will ich hin. Mein Gott. 12 Stück. Ja, klar, Rasin. Ist logisch. Übernimm dich mal nicht. So. So, da muss ich mich aber von ein paar Dingen jetzt, glaube ich, mal hier trennen. Wir knallen hier mal den Pelz rein, wir knallen mal das Leder rein. Stein nicht, Stroh ja, Stock kann weg. So, dann kann ich mich wieder bewegen. Oh. Habe ich euch die Bänke weggenommen, ne? So, dann platzieren wir doch jetzt mal das Feuerchen. So. Nein. Quatsch. Gucken wir jetzt da drauf. So. So. Da. Da. So, und das setzen wir mal direkt hier hin. So. Und was ich auch hier doof finde, ist ganz einfach, dass man das wieder selber anzünden muss. Na? Das ist doof, aber hier geht es eigentlich nur um die Stimmung. Ja, geht es nur um die Stimmung. Ich muss schnell was trinken. Ja. Perfekt. Gut. Schön. Da haben wir ganz schön lange hingearbeitet jetzt. Gut, ich mache ja sowieso relativ langsam, was Fortschritt und so angeht, aber es gefällt mir auch, wie das Feuer so durch die Baumstämme schimmert. Das ist schon... Haben sie schon cool gemacht. Gibt's nix. Das müssen wir dann sowieso noch ein bisschen umbauen, weil ich möchte ganz gerne... Also das links, die linke Wand kommt weg. Oder vielleicht sogar alle drei Wände. Und ich würde dann hier ganz gerne die Taverne hinsetzen. Und das soll dann quasi der, in Anführungszeichen, Biergarten von der Taverne werden. Ja. So. Das ist doch schön. Das ist schön. Hier ist auch schön. Finde ich persönlich. Ach,
herrlich. Es ist doch schön, wenn alle schon in ihren Häusern sind, keiner ist mehr da. Und du kannst ein bisschen durch dein Dorf latschen, ist doch auch schönes. Ich glaube, ich muss damit helfen. Zumindest was Ernten angeht. Aber da würde ich sagen, gehen wir mal ins Betty. Die Frau wartet. Ja, fast noch die Nasenhaare verbrannt. So. So. Ach ja. Bin wieder zu spät. Aber wir haben Sommer, da brauche ich kein Feuer machen. So, legen wir uns auch mal schlafen. Ja. Ja, mal strecken. Ja, so. Ich stelle mir das gerade so richtig real vor. Ich stehe hier mit meinem Becher. Damals kein Kaffee, aber ne, mit meinem Becher in der Hand, trinken einen Schluck, schau mir stämmige Männerwaden an. Oh Gott. Ach ja, meine Frau steht verträumt weit weg von mir. Ach, das Eheleben, es hat schon seinen Reiz. So. Ach ja. Ich trage ja auch so einen Strohhut jetzt, ne? Mal das mal da vorne angucken. Ah, Ghetto-Faust, hä? Was Kopfschmerzen will komm hier. Was ist denn los, Männer? Ha? Wie läuft's denn so? Ha? Eure Frauen auch so schweigsam? Ja. Ha? Keiner will mit uns reden, ne? Ja, ja. Der Willkommier, der Denker. Ah, okay. Das ist so ein Telepathending, oder? Kann das sein? Ihr kommuniziert per Gedanken. Jetzt hab ich's. Deswegen ist hier so ruhig. Ist das Telepathendorf. Naja. Jetzt macht das alles Sinn. Ich bin hier komisch? Nein. Ja, schau mal hin. Ah, da gab es doch mal so einen Science-Fiction-Film, oder? wo das ganze, die ganze Kleinstadt oder das ganze Dorf oder was das war, dann irgendwie alle komisch wurden. Ah. Kann man ja Angst kriegen, ne? Selbst die Kinder, schau mal hin. Ah. Merkt ihr was? Ah. Normale Kinder spielen miteinander. Telepathenkinder nicht. Telepathenkinder spielen den ganzen Tag Schnick, Schnack, Schnuck im Kopf. Ja. Okay, entweder ich werde wahnsinnig oder. Ja, keine Ahnung, oder mein Dorf ist komisch. Sehr, sehr seltsam alles. Ausgesprochen seltsam. So, was brauchen wir? Was habe ich vergessen? Natürlich die Stein... Oh, wir haben ja die Kupfer... Oh, wir haben ja die Kupfersichel. Die geht ja dann kaputt, ne? Aber kann man ja wiederholen, ne? Boah, ich habe eine Kupfersichel. Ha! Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Ich habe eine Kupfersichel. Lal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 a. So. Also ich weiß ja nicht, wie das euch geht, aber ich muss ja schon irgendwie ein bisschen sagen, mir fehlt so ein bisschen so das Hintergrundgemurmel. Ja? Die hätten denen ruhig mal ein bisschen so ein paar Sprachfiles mit auf den Weg geben können, dass die sich irgendwie so mal murmelnd unterhalten. Ne? Und selbst wenn es wie bei den Sims gewesen wäre, ne? Diese Fantasy-Sprache. Aber es würde dem Ganzen schon noch ein bisschen so Lebendigkeit verleihen. Ach, Hasi.
gegessen hast heute auch noch nichts. Dann verzeih ich dir das mal. Ja. Ja, weil es ist ja so, dass im Moment machen ja nur, wenn überhaupt Geräusche, die Tiere. Na? Also Gänse, Hühner. Na? Da geht ja was. Aber das wäre schon cool, ne? Das wäre schon echt cool. Hm. Wer weiß. Wer weiß, was da noch alles kommt, aber ich rechne mal damit nicht. Ja? Oh. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie Dinge, die sie jetzt bei Medieval Dynasty am Anfang nicht drin hatten, und was dann so nach und nach peu à peu gekommen ist, ob das bei dem Wild West Dynasty genauso sein wird. Oder aber, ob sie schon von Anfang an gewisse Dinge reingemacht haben, die wir hier schmerzlich vermisst haben. Das wird spannend. Aber es ist ja sowieso ein komplett anderes Entwicklerteam. Na? Sagen sie. Und deswegen bin ich mal gespannt. Und frage mich gerade, wie ist denn das bei euch? Werdet ihr das Wild West Setting dann in dem Sinne dann auch spielen? Oder sagt ihr, nö, also ich will nur Mittelalter? Das würde mich mal interessieren. So, heute haben wir eine ganz schöne Laberrunde, ne? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, für einen Sonntag rede ich ganz schön viel. Bin erstaunt. So, das hätten wir. Das ist gut. Das tut gut, wieder was gearbeitet zu haben. Dann kann ich nämlich jetzt auch meine kleine Sichel wegpacken. Das dauert noch. Ja, dann sind die mal ein bisschen entlastet. Dann kann die da nämlich mal hier noch das Eck fertig machen. Die können durchdüngen und machen und tun. Dann ist das gut. Dann läuft das. Perfekt. Macht ihr gut, Mädels. Bin stolz auf euch. Schatzi, kriegst du einen Knutscher. Hör ich gerade? So. Ach ja. Ja, heute ist eine reine Gelaberrunde. Ein bisschen reparieren wir heute dabei. Wir haben ein Steinfeuer aufgestellt. Das ist für einen Sonntag eigentlich ganz gut. Finde ich. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben es auch gleich wieder geschafft. Ihr seid mich gleich wieder los. Ne? Dann ist das auch gut für euch. So, ziehe ich jetzt hier noch einen Zaun oder ziehe ich jetzt hier keinen Zaun? Macht schon eigentlich Sinn, ne? Ich würde aber, solange wir diese Steindingens nicht haben, würde ich mal was probieren. Und zwar diesen Holzzaun, aber jetzt nicht so voluminös, ne? Sondern kann er hier sowieso nicht viel machen. Ne? Wenn ich jetzt hergebe, aber wir haben hier, dann machen wir das ein bisschen kopperneckisch, das nicht ganz so gerade ausschaut. Setzen hier das hin. Ne? Machen ein Ding so hin. Wie ist denn der Verlauf? So. So. Ja. Dann lasse ich hier ein bisschen frei. Und dann machen wir hier eins hin. Und dann auch so in die Richtung. So. Okay. Und dann würde ich fast sagen, machen wir ein normales Zäunchen. Wir nehmen das billige. Schnelle. Oh, jetzt sieht man da nichts, ne? Ne, da mache ich erstmal die Palisaden-Dinger. Habe ich dafür irgendwas einstecken? Nö. Wir brauchen 6 Rundhölzer, also 12 Rundhölzer. Die holen wir noch schnell. Die holen wir noch schnell. Wie viel haben wir denn hier? 14. Können wir auch machen? Können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Ist ein bisschen zu schwer für den lieben Rasimir. Wir haben ja auch 15 Bretter einstecken. Wisst ihr was? Die lasse ich mal hier kurz fallen. Dann müsste es immer noch nicht passen. Was ist noch so viel? Flachs. Oh, der Flachs. Den hätte ich vielleicht vorher raustun sollen, ne? Brennholz kann ich rausschmeißen.
Das könnte ein bisschen was noch 3 Kilo bringen. Oh. Da habe ich mir jetzt wieder ein Ei gelegt, ne? Dann würde ich sagen, hauen wir hier nochmal 2 raus. So, jetzt hat er aber. Genau. Ne, da sind die Bretter, alles klar. Brennholz. Gut. So. Da muss ich nämlich schauen, wie das mal ausschaut. Jetzt fehlt uns hier natürlich ein Rundholz, ne? War das jetzt der Bug? Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und solange es mir Spaß macht, mache ich auch gerne mal die Folge ein bisschen länger. Ist ja kein Ding. So, Rundholz. Gib mir. So. 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 Ja, dass wir hier so einen Eingangsbereich haben. Und links und rechts davon dann nämlich der Zaun. Das wäre nicht schlecht. Hätte ich gesagt, den lassen wir hier andotzen. Dann ist das Grundstück nämlich zu. Bis auf den Eingang. Hier haben wir noch so einen kleinen Schlupfweg. Kein Ding. Aber das passt. Hier haben wir dann den Durchgang. Das ist auch okay. Ja, aber ich dachte mal, so ein Schmiedehof, ja, das könnte gut kommen. Das könnte mir gefallen. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mir hier noch ein paar Grundgedanken, werde dann weiter den Sonntag genießen und ja, 47 Minuten, mein Gott. Ich sollte jetzt langsam wirklich anfangen zu streamen. Weiß man's? Vielleicht. Unter Umständen. Mal gucken. Wenn ich so Lust hab. No? Und wenn mir die 45 Minuten mittlerweile schon nicht mehr ausreichen. Ich weiß noch nicht. Keine Ahnung. Dann muss ich aber mal gucken, wie wir es machen. Ob es dann immer noch tägliche Folgen gibt oder ob... ich weiß noch nicht. Schauen wir mal. Das werden wir schon sehen. Das einzigste Doofe ist natürlich jetzt gerade hier so das hier, ne? Das ist jetzt ein bisschen... Das müssen wir eigentlich... Warte mal, wir machen noch schnell einen Weg. Mein Gott, wir machen Überlänge. Voll die Überlänge. So. Lass mal hier mal so reinwachsen. Tschack. Ja, genau. So ist es gut. So soll das sein. So schaut das gut aus. Und dann lassen wir das mal hier an der Seite entlang laufen. Einmal. Zack. Und zur anderen Schmiede. Lassen wir es hier entlang laufen. Cool, da gefällt mir der Waldboden jetzt hier eigentlich ganz gut. Dann lassen wir es halt nur so laufen. Und natürlich, meine Damen und Herren, der Weg geht zum Haus. So. So soll das sein. So schaut das gut aus, meine Damen und Herren. Und die nächste Fahrt geht rückwärts. Und zwar morgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Damen und Herren, und wünsche noch einen angenehmen Aufenthalt in Ihrem Sonntag oder in Ihrem Resttag, egal wann Sie diese Folge schauen. Ihr Kapitän Kit Glasgate sagt Ihnen eine angenehme Reise und bis morgen. Und ich verbleibe mit einem ganz nett gemeinten und altbekannten Tschüss.